So, wir befassen uns mit der Selbstverteidigungstechnik Würgen von vorne. Der Gegner greift uns an. Beim Angreifen ist schon mal wichtig, dass die Arme nicht ganz hier durchgedrückt sind, sondern immer leicht abgewinkelt, weil man ja zusammendrücken will. Als nächstes heben wir einen Arm, in dem Fall den rechten Arm, und gehen ganz eng, ich zeige es mal von hier, ganz eng an unser Ohr heran. Also nicht nur so halb weg, sondern ganz eng. Somit klemmen wir das Handgelenk vom Gegner ein. Ja. Einklemmen. Jetzt diagonal. Rechte Hand ist oben. Das linke Bein geht hintenrum um 180 Grad zur Seite. Diese Bewegung. Und erst dann, wenn wir frei sind, geht die Hand runter und wir bewegen uns seitlich vom Gegner weg zum Sicherheitsabstand. Es ist ja nochmal so, der Gegner macht da Druck, das heißt, der Gegner drückt jetzt von mir aus gesehen nach hinten. Wenn ich jetzt die Bewegung mache, läuft der Gegner weiter in diese Richtung. Wir zeigen es einmal richtig. Der Gegner macht Druck, ich weiche aus, gehe deswegen auch seitlich weg und der Gegner macht noch ein, zwei Schritte in die andere Richtung. Ja, was wir nicht machen sollen, ist, dass wir den Schritt nach hinten machen, ne? Weil somit der Gegner gleich wieder in meine Richtung zuläuft, nochmal würgen kann oder schlagen und treten kann, wenn ich in die Richtung weggehe. Also wir müssen komplett seitlich rausgehen. Also ich zeige es einmal von der anderen Seite. Wir heben den linken Arm ganz eng, dann geht das rechte Bein diagonal um 180 Grad raus und wenn wir dann frei sind, Hände runter und weg Sicherheitsabstand. Was passiert bei der Bewegung? Das heißt, wenn sie mich würgt und ich klemme ihr das Handgelenk ein, durch die Drehung verbiege ich ihr Handgelenk und komme somit raus. Deswegen ist es eng, dass wir den Arm ganz eng hier an unser Ohr nehmen. Würden wir es nämlich so machen, dass wir den Arm abgewinkelt haben und ziehe sie hier stabil, dann kommen wir hier nicht raus. Ja, also einmal nochmal. Ja! Gut, das war Würgen von vorne.